Hallo ihr Lieben, ich dachte, es ist mal ein guter Zeitpunkt, euch ein kleines Update-Video darüber zu geben, wie es so meine Seminare steht. Denn mit der ganzen Corona-Situation momentan wird ja einiges umgeworfen und auch meine Seminare sind davon betroffen. Und ich dachte, ich gebe euch mal einen kleinen Einblick, wie die ATN die Situation so handhabt und was sich so in meiner Planung geändert hat. Ich werde euch auch mal einen Screenshot einblenden davon, was mein Plan eigentlich war von meinen Seminaren und wie sich da jetzt was verändert hat. Die erste Änderung kam rein mit einer E-Mail am 16.02. Und es ging um das Seminar Lernen und Erziehung 1. Und das ist ja auch das erste Seminar, was ich gebucht hatte und auch das einzige, was ich bisher besuchen konnte. Es war ja eigentlich ein Präsenzseminar, aber in der E-Mail wurde dann ein paar Wochen vorher halt mitgeteilt, dass es als Webinar abgehalten wird, aber trotzdem am selben Wochenende. Also man konnte sich gut darauf einstellen, was sich da verändert hat und dass man halt einfach zu Hause bleibt und kein Hotel buchen muss. Am 1.4. kamen dann zwei weitere E-Mails von der ATN und zwar ging es diesmal um die Seminare Lernen und Erziehung 2 und 3 und beide wurden verschoben. Also das Seminar Lernen und Erziehung 2 wurde auf den eigentlichen Termin von Lernen und Erziehung 3 gesetzt, also den 24./25.4. Und dadurch musste dann natürlich auch Lernen und Erziehung 3 verschoben werden und das neue Datum dafür war dann der 24./25.7. Am 15.4. habe ich dann nochmal einige E-Mails bekommen und zwar ging es einmal um das Seminar Kommunikation mit Kunden. Und zwar wurde das komplett auf online gelegt und die Seminare Lernen und Erziehung 2 und 3 wurden nochmal geschoben. Und zwar wurde dann das Seminar Lernen und Erziehung 2 auf den Ersatztermin von Lernen und Erziehung 3 gelegt, also den 24./25.7. Und Lernen und Erziehung 3 wurde komplett geschoben auf den 14./15.8. Dann gab es ein paar Änderungen für meine Seminare Ontogenese 1 und 2, Verhaltenstraining 1 und 2 und Übungen selbstständig anleiten. Und die Änderung war einfach, dass die Seminare an einem anderen Seminarort stattfinden würden. Und die Begründung war halt, dass es dort mehr Platz drinnen und draußen gibt. Und ich schätze mal, die Hoffnung ist einfach, dass auch wenn die Regelungen immer noch relativ streng sind, man trotzdem irgendwie die Möglichkeit hat oder eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, trotzdem vor Ort das Seminar abhalten zu dürfen, weil wir einfach mehr Abstand voneinander halten können. Und der Seminarort ist trotzdem noch in der Nähe von dem, wo ich mich ursprünglich eingebucht hatte. In den E-Mails stand auch immer die Information, dass man halt Bescheid geben soll, wenn man an den neuen Termin nicht kann. Bei mir war es jetzt nicht der Fall, deswegen kann ich nicht genau sagen, was die ATN dann in dem Fall machen würde, ob man einfach wieder zum Beispiel einen neuen Seminargutschein bekommt und sich selber wieder irgendwo einbuchen muss oder was genau halt gemacht wird. Ich habe die Termine einfach immer durchgestrichen und stelle mich jetzt auf die neuen Termine ein. Die Situation ist einfach ungewohnt und schwer kalkulierbar für alle Beteiligten. Also es hat sich ja keiner zu diesem Zeitpunkt jetzt in dieser Situation gesehen. Aber so wie ich das mitbekomme, versucht die ATN wirklich vieles, es halt den Studenten recht zu machen und teilweise auch Seminare noch sehr kurzfristig stattfinden zu lassen, wenn es die Regeln halt erlauben. Ich verstehe aber auch, dass die Situation für die Auszubildenden teilweise sehr schwer sein kann, einfach weil man nicht genau weiß, wie es so weitergeht. Man hat ja auch seinen eigenen Plan, zeitlich so ein bisschen, wie man sich die ganze Ausbildung einteilen wollte, auch mit den Wochenendseminaren in Kombination mit einem Job. Und das wirft einen natürlich ein bisschen durcheinander. Das Erste, worum ich mir zum Beispiel Gedanken gemacht habe, war, wie lange geht das Ganze noch und wie lange wird man die Seminare schieben, bis dann wirklich eine andere Änderung vielleicht gefunden werden muss. Denn falls man sie immer weiter schiebt und am Ende kann man einfach einige davon nicht machen innerhalb dieser 1 bis 2 Jahre, die man sich für die Ausbildung genommen hat, dann würden sich ja die Seminare am Ende anstauen und man wäre dann mit der Theorie schon fertig, hätte aber die Praxis halt noch nicht gemacht, um dann den Abschluss zu kriegen. Und das waren so meine ersten Gedanken. Also ich bin aber ja erst in meinem 10. Lernmonat, also habe ich noch genug Zeit, alles nachzuholen, aber das waren so die Gedanken, die halt mir zuerst in den Kopf gekommen sind. Und um einfach ein bisschen mehr Klarheit zu haben darüber, wie die Situation halt gehandhabt wird von der ATN, hatte ich mal eine E-Mail an das Sekretariat geschrieben. Und die Fragen, die ich halt jetzt gefragt hatte und die Antworten, die ich bekommen hatte, die hatte ich halt nicht auf der ATN-Seite schon gefunden. Und deswegen möchte ich euch mal mitteilen, was mir so geantwortet wurde. Die Seminare in Österreich und der Schweiz dürfen wohl noch regulär vor Ort stattfinden. Also der Stand ist jetzt meine E-Mail, die ich bekommen habe vom 16.04. Und seitdem kann sich natürlich auch wieder einiges geändert haben. Es wurde auch gesagt, dass vor einiger Zeit die Entscheidungen der ATN noch Woche für Woche getroffen werden konnten, aber mittlerweile einfach wirklich Tag für Tag teilweise entschieden wird, was stattfindet und was nicht. Und deswegen sollte man immer halt reinschauen,
auch kurzfristig noch, bevor das Seminar stattfindet, ob halt doch irgendwas sich noch geändert hat. Dann kam die Auskunft, dass nur bestimmte Seminare online stattfinden können. Also es ist einmal Lernerziehung 1, Ausdrucksverhalten, Kommunikation mit Kunden und eventuell wohl Planung und Aufbau. Mittlerweile hat die ATN auch die Auszubildenden kontaktiert, die betroffen sind von den Verschiebungen von Lernerziehung 2 und 3 und Ontogenese 1 und 2. Und die wurden einmal kontaktiert per E-Mail und dann gab es auch die Veröffentlichung auf der Webseite von der Information, dass es halt ein Zusatzangebot für die Auszubildenden gibt. Und das Zusatzangebot für Lernerziehung 2 und 3 ist ein kompletter Tag von morgens bis abends, sozusagen als Vorbereitungswebinar. Und für Ontogenese 1 und 2 sind es dann 2 Tage, aber nur morgens bis mittags. Ich bin ja auch betroffen von den ganzen Verschiebungen, also habe ich mich auch für die Zusatzangebote angemeldet und bin mal ganz gespannt, was da jetzt so gemacht wird und wie sich die Situation generell entwickeln wird. Aber es waren jetzt erstmal die Informationen, die ich so hatte und die kleine Beschreibung von meiner Situation, wie mein Plan so aussieht. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen weitergeholfen, falls ihr auch betroffen seid. Also bis zum nächsten Mal.